Yes, sie haben was Neues bekommen. Sammelstufe 2. Effektivität. Neues Rezept über Lebensburger. Wie geil ist das denn? Das ist ja sehr cool. Das ist ja hammergeil. So, jetzt gucken wir mal. Ah, wir haben ja Erzeugnisse. 350. Yes. 10 Stück bringen 350. Krass, das ist nicht schlecht. Ist echt gut. Tag 7 im Frühling. Ja, 1. Heftig, was eine Nacht. So, Wetterbericht. Willkommen. Teils wolkig und leicht Brise. Erwartet eine Menge Pollen. Pollen, aha. Die Königin der Soßen? Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte her und mein geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Gemüsepfanne, der perfekte Weg, um etwas gesundes grünes Zeugs auf einem Teller zu zaubern. Schwitzt das Gemüse etwas in Sesamöl und wirft eine Menge frischen Ingwer und Knoblauch dazu. Jetzt tief durchatmen und das ist gut. Du hast gern, wie man Gemüsepfanne macht. Stark. Wahrsager. Willkommen zurück bei Wellwigs Oracle. Wenn du Geheimnisse über die Zukunft wusst, bist du hier genau richtig. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Yes, schon extra Glück. Yeah. Extra Glück. Und schon wieder ein Brief. Hi, Christoph. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe. Als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Ah, das ist Robin, glaube ich, so wie das klingt. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir deine Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Das ist aber nett. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du alle die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, du hast dich in deinen Sterntortal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, Robin. Oh, die ist aber lieb. Sie will nur unser Geld haben. Sie will nur unser Bestes. Ja, also will sie ja wirklich. Sie will ja wirklich nur unser Bestes haben. Unser bestes Geld natürlich will sie haben. Selbstverständlich. Was auch sonst. Mann, die Frauen, ey, wollen alle nur dasselbe. Alle wollen sie immer nur Geld haben. Huch. So, einmal da gießen, einmal hier gießen, einmal dort gießen, einmal jenes gießen, einmal da gießen und huch, da gießen. Yeah. Gegossen. Gegossen, abgeschlossen. So, wir nehmen mal heute eine Angel wieder mit, weil, so, dann tun wir mal hier in die, ach nee, das ist die, tun wir mal hier die Gießkanne zum Beispiel rein und den Rest können wir so mitnehmen. So, jetzt gehen wir mal oben rum. Ich glaube, dann gehen wir mal wieder angeln, weil auf Angeln habe ich mal wieder Bock. Ein paar Fische zusammensuchen, weil wir brauchen Fische A zum Verkaufen und B für Trash und C für, oh, guck mal, stark, Lauch, ein Lauch, du Lauch. Sehr gut. So. Ein Lauch für den Lauch. Okay, da können wir nicht. Immer noch nicht lang. Schade. Weil in die Höhle will ich jetzt auch nicht, weil es ist zu gutes Wetter einfach. Wir haben jetzt erstmal gegossen. Jetzt können wir unten runter an den Strand gehen. Oh, warte mal, war da was? Ich dachte, da wären so kleine Würmchen gewesen. Die hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Ah, wir können nochmal ins Gemeinschaftshaus gehen. Mal gucken, was hier ist. Oh, ein Vogel. Zwitsch, zwitsch, zwitsch. Zwitscher, zwitscher. So, gehen wir mal hier rein. So. Hallo? Hallo? Es ist mir nicht geläufig, was hier passiert. Oh, was ist da? Was ist das? Okay. Da ist irgendeine Sprache, die ich nicht lesen kann, weil komisch, aus Gründen und so, you know, voll seltsam. Na gut, müssen wir jetzt so wahrnehmen, können wir nicht ändern, können wir eh nicht ändern. So, angeln wollte ich, ne? Angeln, genau. Aber vorher gucken wir mal hier nochmal nach, ah, guck mal, eine Narzisse. So, die nehmen wir natürlich mit. Das Narzisschen, ne? Ja. So, gucken wir hier nochmal vorbei. Das klingt, ey, das Gras. Das klingt so lustig einfach. Zwitsch, 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 weg mit euch. Verschwindet, ihr kleinen Vögelchen. Verschwindet. Okay, nix drin. Vielleicht haben wir noch eine Yoya Cola. Oh, was? Super Mahlzeit, bitte. Was? Es wirft jemand weg. 160 Energie. Gott.
Das können wir gleich mal benutzen. Er hat benutzen gesagt. Ja, ich benutze es. Also, das Essen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier... Oh, eine Mupfel. Guck mal, eine Mupfel. Eine Herzmupfel. Also eine Muschel. Ach, Muscheln sind toll. Also wenn sie schön sind natürlich. Es gibt auch immer Muscheln, wenn du am Strand bist, die dann total doof aussehen oder so. So, jetzt einmal angeln. Treffer, okay. Ah, oh, das wäre perfekt gewesen. Toll. Yes, geschafft. Eine Sardelle. Oh, sogar eine goldene Sardelle. Gold. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, komm, 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 zeig uns was, gib uns was. Los, 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 los. Na? Yeah. Nein, das wäre perfekt gewesen. Ah, Mann. Ich fall immer wieder auf euch rein, ey. Komm, komm, komm. Hab ich gleich. Du bist ein dicker Fisch. Ein Hollywood. 79 cm. Oh. Nein, 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 nein. Ah, wobei. Ich krieg nicht nochmal so ein Hollywood, deswegen. Warte mal. Ah, scheiße. Was mache ich? Ah, kann ich den letztes essen? Ja. Nom, nom, nom. Ah, jetzt. Oh. Null Energie, okay. Ich habe sie einfach gegessen. Das war nicht so gut, das zu machen. Aber es ist so... Was war das gerade? Es hat gedüdüt und nichts ist passiert. Warum? Jetzt, yeah, Treffer. Oh, wir gehen jetzt erstmal ziemlich hoch. Ja. Ein Problem. Ich habe ein tierisches Problem. Wenn der Fisch nämlich jetzt hier gut ist. Okay. Oh, ich wusste es. Und Kohle. Oh, Kohle, Naturgut. Gut, dann komm, den Lauch weg. Ach ey, ich brauche unbedingt diesen dummen Rucksack. Unbedingt, ey. Ich muss unbedingt Geld verdienen und diesen dummen Rucksack dann holen. Echt. Echt ätzend. Oh, dann kann ich ja die Dinger hier wieder verkommen. Wobei, eine Sardelle sollte ich mal aufheben, weil Gründe. Und so. Ah, da ist ja Elliot. Hm, ich bin Elliot. Der gut aussehende Elliot. Mach Lea klar. Hm, hm. Yes, perfekt. Geil. Yeah, Sardelle. Oh, jetzt ist sie auch noch Silber. So, jetzt dürfen nur noch Sardellen kommen oder goldene Hollywood. Natürlich ist es wieder ein Hollywood. Ich wusste es. Ah, ne, ist eine Sardine. Ah, so eine goldene. Komm, dann hauen wir die weg. So. Jetzt gehen wir runter zu dem Kasper, ey, und dann kaufen wir mal hier die Sachen. Können wir die gleiche verkaufen, hat er doch gesagt, ne? Fisch, wenn es stinkt und es ist Fisch. Moin! Forellensuppe. Bambusstange, was habe ich hier? Oh, guck mal, her. Kostet 60. 30. Komm, die verkaufen wir gleich mehr. Haben wir hier gleich mehr, wie der Bambusstange ist, das am Wasser benutzt, um Fische zu fangen. Hab ich nicht eine Bambusstange? Ja, ich habe eine Bambusstange. So, mach's gut, Peter. Ciao mit V. So. Ja, jetzt kann ich es essen. Yes, super Mahlzeit essen. Klasse. Ist voll verschwendet, aber egal. Geschwindigkeit plus 1. Das hat's jetzt voll gebracht, Mann. Ah, guck mal, das sinkt dann auf. Das runter, was wir vorher hatten. Ah, interessant. Nee, hä? Gibt es dann mehr? Für immer? Ah, für 3 Minuten. Genau, siehst du? Komm. Yeah, perfekt, Mann. Wenn man die perfekt macht, dann kriegt man meistens silberne oder goldene. Und das ist ziemlich cool. Wenn man die dann hat, das ist schon ganz geil. Jetzt können wir ein bisschen angeln. Das ist halt ein bisschen Angelsession. Aber es ist mir egal, weil wir kriegen dadurch Geld. Und ich brauche Geld. Ich brauche noch 600, ey. 600. Habe ich zwar gar keine. Ah, wobei wir müssen ein bisschen sparen. Wir müssen ein bisschen mehr bekommen, damit... Alter, wie lange dauert das denn? Yes. Es wäre perfekt gewesen. Weil dann hätten wir, Dann hätten wir nämlich hier... Na, wie heißt es? Dann haben wir den Rucksack. Was ist das denn?
Ein Hering. Oh, du Hering. Du Hering, du. Hätten wir nämlich den ganzen Kram. Mal mehr Platz einfach. Oh, jetzt kriege ich auch noch so Müll, ey. Yes, Maximum Power. Alter, das war aber ganz schön schnell jetzt. Nein! Alter, was? Du bist so gemein, Fisch. Warum gehst du hoch und runter? Warum? Warum machst du sowas? Sardine, du Sardine, du Sabine. Du Sardine, Basine. Und sowas. So, komm. Komm, renn du. Na komm. Mach mal hin hier. Was los? Hallo? Warum kommst du nicht, Fisch? Komm, beiß an. Yes, Treffer. Alter, das gibt's einfach nicht. So, wir gehen jetzt bis fast ganz hoch. Weil, okay. Nein. Alter, ich muss jetzt auch dranbleiben erstmal. So, und jetzt... Nein! Ah, scheiße. Zu lange gezögert. Verdammte Acke, ey. Shit, das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich gerne wieder das Ding haben. Dass der jetzt mal hier wieder dingsen kann. Aber hat leider jetzt nicht funktioniert. Blöd. Richtig, richtig blöd einfach. Ach, shit. 15.20 Uhr schon, ey. Das zieht sich aber ganz schön in die Länge. So, wir angeln jetzt nochmal 2-3 Runden. Das ist wie so eine Sucht, ey. Man kann nicht aufhören zu angeln, ey. Das ist voll schlimm. Geil. Geil, 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 geil. Yeah! Yeah, und noch eine Schatzkiste. So, was haben wir bekommen? Kohle und Holz, toll. Ich habe was Besseres erwartet statt Kohle und Holz. Dann kriegt Kohle und Holz, ey. Was das denn, ey? Super. Eine Küche bauen. Ach, man muss dann so viel, ey. Man muss sich da so viel vornehmen. Man muss da so viel ummodellieren. So, der wird jetzt perfekt, ey. Nein! Hätte nicht sagen dürfen. Jetzt echt nicht sagen dürfen. Okay, gut. Max! So, 2-3 Mal habe ich gesagt, und dann gehen wir wieder zurück. Also das heißt jetzt noch 2 Mal. Boah. Glück gehabt, ey. Ah, der hätte auch perfekt werden können. Nee, nicht immer so doof zucken, ey. Man ist ja echt so ein bisschen unsicher. Ich glaube aber mit der anderen Angelroute, die es noch gibt, also es gibt ja zig Angelrouten da in dem Spiel. Da kann man, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr raushauen. Also dann geht es auch ein bisschen schneller mit. Glaube ich zumindest. Also, ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her einfach. Gesehen, das Spiel habe ich das letzte Mal vor einem Jahr knapp gespielt. Ja, komm, geh mal ganz hoch, du Fisch. Das ist so gemein, weißt du? Versuch dich also drauf zu konzentrieren, okay. So. Jetzt habe ich dich. Hab ich. Alter, und jetzt haust du mir hier ab, oder was? Nee, 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 Kollege. Nee, 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 nee. Yes. Und ein Schatz. Oh, geil, Köder. Stark. So, jetzt sind wir eh voll, jetzt gehen wir zurück. Jetzt sehe ich rum. Oh. Dann behalten wir jetzt mal ein paar Fische wieder, weil wir brauchen Fische noch, weil, Gründe? Nein. Also ja, wir brauchen die wirklich noch irgendwann später. Für irgendwas brauchte ich die dann nochmal. Es ist aber gar nicht mehr ganz genau, weshalb. Ah, das kriegen wir hin. Aber guck mal, wir haben hier alleine 4. Können ja mal, davon haben wir 2. Huch. Können ja mal, ah, oh, da ist sie doch. Die haben wir doch noch nicht gelernt, oder? Hi. Hi. Macht es Spaß, auf dem Hof zu arbeiten? Ja. Nun, das ist gut, nicht? Ja. Ja. So. Wir haben Freunde gewählt. Mache jemandem ein Geschenk. Okay. Jemand ein Geschenk machen. Oh, warte mal. Hat Louis nicht heute Geburtstag? Louis hat heute Geburtstag, oder? Ja, Louis hat Geburtstag. So. Was wird der hier? Ich brauche grüner gefällt. Fernsehsnack. Fernsehsnack. Warte mal, Louis, wohnt er nicht hier? Wohnt er nicht hier? Nee, hier wohnt er nicht. Nee, warte mal, der Bürgermeister, der wohnt hier unten, oder? Kann ich dem schenken? Fisch? Ich kann ihm einen guten Fisch. Ja, schenken wir dem doch einen guten Fisch. Das ist er. Guten Abend. Guck mal, Louis, was ich für dich hab. Ja, oh, das ist für meinen Geburtstag, danke. Yay! Und 100 Gold bekommen. Nice. Hast du es einfach als ein Geschenk gegeben? Okay. So, warte mal. Kann man. Soziales. Kann man jetzt hier sehen, was Louis mag? Oh, ich hab Hunger. Ich hab mir gerade richtig Hunger. Ich hoffe, man hat das Grummeln jetzt nicht gehört. Yeah, ich habe ihm ein Geschenk gemacht. Okay.
weiß halt nicht, wie es so ist, so rüberkommt, wenn man jemanden einen Fisch schenkt, so hier ein Fisch. Oh, das ist für meinen Geburtstag. Ja. Toll. Sorry. Schnauze. Nein. Also, ich glaube, er hat sich schon, insgeheim hat er sich schon sehr darüber gefreut, dass wir ihm ein Geschenk gemacht haben. Und von daher, aha, da ist eine Narzisse, die können wir jetzt gleich holen noch. Ist auch gleich holen. So, dann können wir, die Sardelle können wir jetzt nicht verkaufen, aber die Sardine können wir verkaufen. Und so, warte mal. Also, dann tun wir jetzt gerade mal die Sachen, die wir jetzt hier gespeichert haben, genau. Die lassen wir mal hier, die Sardine. Lassen wir mal die hier drin und die Sardelle lassen wir hier drin. Die können wir hier reinmachen, das können wir hier reinmachen. So, guck mal, dann haben wir hier noch Kohle. Dann haben wir hier noch Holz. Was? Das ganze Holz schon. Sehr stark. Dann können wir jetzt eigentlich quasi nochmal... Bekommen wir eine, oder? Ja, alle verkauft. So, sehr stark. Können wir jetzt eigentlich nochmal, weil wir haben ja noch genug Energie, Bäume umhauen, ne? Also, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, dann hätten wir die 300 nämlich voll. Dann hätten wir noch für das nächste Mal, wenn wir irgendwas wieder bauen, noch genug Holz. Und, könnten wir das alles klar machen. Das wäre doch eigentlich eine ganz geile Idee. Glaube ich. Behaupte ich mal. So. Alter, wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Eine Stunde. Alter, wie die Zeit vergeht. Unglaublich einfach. Unglaublich. Echt unheimlich glaublich ist das. Famos hier. So. Super ist das. So. Das haben wir. So. Wieder eine Axt. Ja, da ist er. Ich mache das die ganze Zeit mit dem Mausrad, aber ich müsste es eigentlich einfach nur mit den normalen Tasten machen, dann wäre es lustiger. Ich habe die Supermahlzeit einfach weggesnackt, ich hätte mir die aufschreiben sollen vielleicht. Vielleicht ein bisschen klüger gewesen, ne? Ja, manchmal denke ich nicht so nach. Ich weiß, dass mein Gehirn so ein bisschen ausgeschaltet. Aber alles gut. Ah, doch. Ich habe ja die Spitzhacke dabei. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich die Spitzhacke dabei habe. Aber ich habe sie. Da kriegen wir hier noch ein bisschen Kohle. Und Kupfer wäre natürlich gut. Ah, guck mal, Kohle. Und eine Geode, schon wieder. Der Schmied kann sie öffnen. Aber der Schmied muss noch warten, weil, Gründe? Nee, weil das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt hier die Geoden da nämlich alle dem Schmied gebe, jetzt kann ich, was ich mit dem Dings machen soll. Diesen komischen, mit denen da Bäume gewonnen wird. Ja, was? Ach, man kann daraus ein Harz machen, oder? Daraus ein Harz machen? Warte mal, gibt's da nicht? Zaun, zu Ofen, Lagerfeuer, Holz und Harz. Ach komm, ist ja geil. Harz kann brennen, echt? Na gut, dann gehen wir mal schlafen. Frisch, Fischen Stufe 2. Ich habe gerade Frischen gelesen. Und ja. Ja. So, und ich habe Hunger. Oh, cool. Okay. So, Tag 8 im Frühling. Gespeichert. Sehr stark. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, weil ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt und würde sagen, gucken uns dann weiter, müssen dann noch Pipapo viel bauen und sowas. Oh, kommt noch jede Menge auf uns zu. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley hier auf unserem Kanal. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dahin. Gute Nacht.